Benedikt, finde ich, füllt seine Position ganz hervorragend aus. Ich finde es schade, dass er da so ein bisschen in der Öffentlichkeit kritisiert wird, weil er hat eine Aufgabe vom Bundestrainer bekommen, die er ganz hervorragend ausfüllt. Benedikt ist ein Spieler, der auf seiner Lieblingsposition eigentlich zu Hause ist. Das ist Innenverteidigerposition oder auch mal als rechter Verteidiger. Jeder, der mal Fußball gespielt hat und Rechtsverteidiger ist und dann mal links verteidigen muss, der weiß, wie schwierig das ist. Und gerade auf so einem, auf dem höchsten Niveau, was es gibt, ist es halt einfach verdammt schwierig. Er kriegt ja sehr viel Kritik, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Er macht seine Sache sehr, sehr gut. Sie sind mit ihm, er hat in jedem Spiel gespielt, über 90 Minuten, sind jetzt ins Viertelfinale eingezogen. Er ist der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat im deutschen Team. Es ist auch, glaube ich, wird auch ihm nicht gerecht, wenn man erwarten würde von ihm, dass er nach vorne läuft und permanent die Flanken mit links reinschlägt. Auch das war nicht zu erwarten. Er hat eine Aufgabe bekommen und deswegen macht er das sehr, sehr gut. Für mich ist er einer der Gewinner der WM. Die deutsche Mannschaft steht im Viertelfinale und er hat einen großen Anteil daran. Und von daher finde ich schade, wie er jetzt gerade bewertet wird. Und ich freue mich für ihn unheimlich, dass er da jetzt so maßgeblichen Anteil am Erfolg hat. Ich sage, dass er bisher eine sehr gute WM spielt.